Guten Tag und willkommen beim PowerPoint Screencast zum Thema Folienlayout und Office Design. Zeigen möchte ich euch heute, nach welchen Prinzipien das Office Design aufgebaut ist und wie mit den Folienlayouts und dem Office Design eine solide Grundlage zur Umsetzung eures Corporate Designs gelegt wird. Ich arbeite hier mit Microsoft Office 2013. Die Vorgehensweise und Prinzipien sind aber seit der Einführung des Office Designs für PowerPoint 2007, 2010 oder auch für Office 2011 für den Mac vergleichbar. Ich starte hier jetzt mit einer leeren Präsentation. Standardmäßig verwendet PowerPoint zu Beginn einer Präsentation immer das Folienlayout-Titel. Ich füge jetzt hier einen Titel ein. Und kopiere einen Untertitel hier hinzu. Das Hinzufügen von neuen Folien geschieht über die Schaltfläche Neue Folie im Startmenü oder über die Tastenkombination STRG M. Standardmäßig wird dann eine neue Folie hinzugefügt. Die hat das Layout, Titel und Inhalt. Und bei Titel und Inhalt habe ich die Möglichkeit, Text hinzuzufügen. Ich kann aber auch Tabellen, Diagramme, SmartArt-Objekte oder andere Multimedia-Elemente oder Grafiken hinzufügen. Ich habe mir schon ein bisschen Text kopiert, den ich jetzt hier einfüge. Das Folienlayout, was ich hier habe, kann im Nachhinein verändert werden, kann jederzeit verändert werden. Kennengelernt haben wir Titelfolie, Titel und Inhalt. Es gibt aber beispielsweise noch die Abschnittsüberschriften für neue Kapitel oder beispielsweise zwei Inhalte, was ich jetzt einmal nehme. Ich bekomme einen weiteren Platzhalter, auch wieder für Multimedia-Elemente und Text. Und hier füge ich mir auch nochmal diesen Text neu ein und möchte das gern jetzt umwandeln in ein SmartArt-Objekt. SmartArt-Objekte sind Illustrationen. Ich kann Text in SmartArt-Objekte umwandeln oder kann auch Blanko-SmartArt-Objekte einfügen und die anschließend mit Text füllen. Ich wähle mir mal ein Objekt hier aus, eine horizontale Aufzählung, und ich habe jetzt diesen Text grafisch dargestellt. Wenn mir das nicht gefällt, kann ich auch im Nachhinein das SmartArt wieder verändern, kann das anpassen und habe jetzt eine andere Form von SmartArt. Ich möchte jetzt eine neue Folie hinzufügen. Das kann ich machen über den oberen Teil dieser Schaltfläche Neue Folie oder die Tastenkombination STRG M. Dann wird eine neue Folie hinzugefügt in demselben Layout wie die Folie, auf der ich mich gerade befunden habe. Ich mache das nochmal rückgängig. Ich kann auch auf den unteren Teil der Schaltfläche gehen. Dann werden mir diese unterschiedlichen Folienlayouts angezeigt und ich kann jetzt beispielsweise wieder Titel und Inhalt wählen. Die Folienlayouts bieten ein einheitliches Gestaltungsraster für meine Objekte oder meinen Text, den ich hier einfüge. Ich kann mit diesem einheitlichen Gestaltungsraster arbeiten, kann das aber auch anpassen. Ich kann die Platzhalter für den Text, für die Objekte auch beispielsweise verkleinern, verschieben, woanders hinsetzen. Schauen wir uns nun einmal, unabhängig von dem Folienlayout, das Design an. Da gibt es die Akzentfarben und die Schrift. Zur Formatierung von Text steht mir zur Verfügung sowohl die Mini-Symbolleiste mit den Schriftfarben, als auch hier oben im Menü, im Startmenü, die Möglichkeit, eine Schriftfarbe zu wählen. Standardmäßig habe ich hier Text 1 gewählt. Es gibt aber auch noch Alternativfarben, beispielsweise hier die Text 2 Farbe, in dem Fall blau-grau. Zur Verfügung stehen mir auch zwei Hintergrundfarben, die ich einmal am Beispiel von Rechtecken zeigen möchte. Ich zeichne mir ein Rechteck, mache mir davon eine Kopie und formatiere dies über den Fülleffekt. Hier stehen mir dieselben Farben zur Verfügung. Standardmäßig ist die Akzentfarbe gewählt. Ich wähle jetzt aber einmal die Standard-Hintergrundfarbe Weiß und für das andere Objekt wähle ich bei dem Fülleffekt die alternative Hintergrund 2 Farbe. Die Objekte können auch formatiert werden. Die Textfarbe für Text innerhalb der Objekte. Dort wähle ich jetzt einmal die Standardtextfarbe bzw. die Alternativtextfarbe. Beide Objekte
möchte ich gerne linksbündig und unten den Text haben und füge jetzt hier einmal Text ein, bearbeite den Text, rechte Maustaste Text bearbeiten, Hintergrund 1, Überschrift und hier Überschrift und hier Text bearbeiten, Hintergrund 2, Text, Körper. Die Definition, dass hier Überschriften hinein sollen, habe ich über die Schriftformatierung. Es gibt nicht nur die Schriftarten, Arial, Times und Co., sondern es wird im Zusammenhang mit dem Office Design auch eine Schrift als Überschrift und eine als Textkörper definiert. Das heißt, ich wähle jetzt in dem Fall die Überschriften-Schriftart für das erste Objekt und für das zweite Objekt ist hier schon ausgewählt Textkörper. Um die Akzentfarben jetzt noch mit ins Spiel zu bringen, erstelle ich mir ein paar Rechtecke. Davon ein paar Kopien für die verschiedenen Akzentfarben. Es gibt 6 Akzentfarben, die ich gleich verwenden werde. Und diese Akzentfarben lassen sich über den Fülleffekt auswählen. Da habe ich hier die Akzentfarbe 1 und die anderen Akzentfarben sind dahinter aufgelistet. Für das zweite Objekt wähle ich hier mal die Akzentfarbe 2. Es gibt die Akzentfarben auch noch an anderen Stellen. Hier über die Schnellformatvorlagen werden nicht nur die Akzentfarben gewählt, sondern auch noch Effekte. Ich habe hier so eine leichte Schattierung im Hintergrund. Das können nachher aber auch andere Effekte noch sein, die über das Office Design auch gesteuert werden. So, 6 Akzentfarben für diese 6 Rechtecke. Zur Verfügung stehen mir die Akzentfarben bei der Schriftformatierung. Dort habe ich die Standard-Hintergrund- und Textfarben und die Akzentfarben. Ich habe die Möglichkeiten, meine Objekte mit den Akzentfarben zu versehen. Ich kann aber auch die SmartArt-Objekte beispielsweise formatieren. Über die SmartArt-Tools, Entwurf, stehen mir auch hier Farben zur Verfügung. Das sind denn jetzt auch hier wieder die Akzentfarben, die ausgewählt werden können. Gegebenenfalls verschiedene Schattierungsvarianten innerhalb dieses Farbspektrums. Daneben stehen mir die Akzentfarben auch zur Verfügung, wenn ich beispielsweise Diagramme einfügen möchte. Ich wähle hier ein Diagramm, bekomme hier ein paar Daten, füge da auch wieder kopierte Werte ein. Und ich habe jetzt auch mein Diagramm automatisch in den Office Design Farben. Ich habe jetzt hier noch ein weiteres Diagramm vorbereitet, füge das mal hier ein. So, ja. Dort habe ich das Diagramm kombiniert mit einem SmartArt-Objekt als Legende und möchte gerne jetzt an diesen Beispielen, die ich jetzt hier habe, weiter das Office Design vorführen. Ich wähle dazu die Folie mit den 6 Akzentfarben einmal aus, gehe auf das Register Entwurf und dort werden mir einmal fertige Office Designs geboten. Dort sind dann aber schon Hintergründe vorhanden, da wäre dann gegebenenfalls ein Firmenlogo schon integriert und so weiter. Soweit sind wir noch nicht. Wir gehen hier auf die Varianten und haben die Möglichkeiten, Farben, Schriftarten, Effekte und Hintergrundformate auszuwählen. Bei den Farben habe ich jetzt dieses Office Design gewählt, was von Microsoft mitgeliefert wird. Ich habe hier auch noch zur Verfügung das Office Design aus den Vorgängerversionen und noch eine ganze Reihe weitere Designkombinationen. Und wenn ich hier rübergehe, sehe ich, dass sich die Farben verändern. Es ändern sich die Schriftfarben, das ist nur ganz leicht, aber vor allen Dingen Hintergrund- und Akzentfarben werden angepasst. Und wenn ich jetzt eins dieser Varianten auswähle, dann wird das für die komplette Präsentation übernommen und ich habe auch meine Diagramme, meine
Smart Art Objekte in diesen Designfarben. Daneben kann ich jetzt auch noch Schriftarten anpassen. Es wird die Standardvariante mit Calibri Light und Calibri hier in Office 2013 gewählt. Auch da hatten wir in den Vorgängerversionen andere Varianten. Weit verbreitet ist Arial als Schriftart, aber auch hier habe ich wieder verschiedene Möglichkeiten, die zu wählen, und habe eine ganze Reihe vorgegebener Möglichkeiten und könnte mit einem Klick auch hier wieder die Standardüberschriften und die Standardtextkörper anpassen für die komplette Präsentation. Das gilt auch für Titel, das gilt für die Texte innerhalb der SmartArt-Objekte, für die Diagramme und so weiter. Ähnlich ist es jetzt auch mit den Effekten. Bei den Effekten habe ich jetzt auch hier verschiedene Möglichkeiten, die sich denn hier anpassen lassen. Und da könnte ich denn dafür sorgen, dass so eine Spiegelung unterhalb meiner Objekte erscheint. Schauen wir uns jetzt noch die Hintergrundformate an. Hier habe ich die Möglichkeit, meinen Folien so einen leichten Farbverlauf zu geben, oder ich kann auch die Hintergrundformate komplett invertieren, kann beispielsweise mit hellem Text auf dunklem Hintergrund arbeiten. Das sind denn die alternativen Text- und Hintergrundfarben, die dann verwendet werden. Die Kombination aus diesen Elementen ist dann das eigentliche Office Design. Hier habe ich die Möglichkeit, mit einem Mausklick wieder auf die Standardeinstellung zurückzukommen. Oder ich wähle eine Designvorlage von Microsoft. Mit diesen Designvorlagen werden beispielsweise Schriftarten, Farben, Hintergründe für die komplette Präsentation übernommen. Vor diesem Hintergrund lassen sich dann auch Präsentationsvorlagen mit eigenem Design, eigenen Logos erstellen, was denn in einem nächsten Screencast gezeigt werden wird. Vielen Dank.